Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder 4 Gewinn Challenge. Der Run von PokéCap ist leider beendet, wie ihr im letzten Video sehen konntet. Jetzt kommt ein Spoiler zum Kampf. Wir konnten mit dem Gesteinstyp einen schon eigentlich fast verloren geglaubten Kampf durch einen Turbofelsen Wolverock noch drehen und ihn so nach 2 Kämpfen bezwingen. Und deshalb ist sein Run leider beendet. Und da habe ich mir aber dann direkt den nächsten Herausforderer gesucht, beziehungsweise er hat sich gemeldet, angeboten und hatte sehr viel Bock. Und das freut mich auch. Und jetzt ist der gute Flobi dran. Und dem Flobi habe ich dann diese Typen zugeteilt. Und zwar den Psychotyp, zu dem PokéCap nicht mehr kam. Den Eistyp, extra für ihn. Speziell für sein Lieblings-Pokémon Keifel und ja, einfach weil er auch in der SDPL Season 2, wo ich da mit dabei war, sehr viele Eismons hatte. Extra für ihn den Eistyp und den Feuertyp noch. Ich finde, es sind sehr interessante Typen, sind sehr interessante 3 Typen für ihn sowie für mich, für meine Monotype-Teams. Und auch das Team, das er mir dann genannt hat, hat mich sehr überrascht. Das ist komplett anders, wie das die 2 davor hatten. Das hat sich ja zum Teil sehr geähnelt. Sehr viele OU-Mons und alles Mögliche. Und was er mitbringt und was wir dagegen setzen, zeige ich euch jetzt. So. Und zwar haben wir hier auf seiner Seite mit dabei, er hat ein Kapukime Melmetal, Scaraborn, Pitu, Gewaltro und Kikalo mit dabei. Also ich rieche hier extrem Entlastung. Eventuell auch die Trick Room Option für Melmetal. Also da hat er sich echt was Starkes ausgesucht und ich bin richtig gespannt, wie weit er kommt. Er kann mit dem Team einiges machen, vor allem Scaraborn sieht sehr scary aus. Gerade jetzt gegen den Psychotyp. Und jetzt gehen wir noch schnell über das Team hier drüber. Und zwar haben wir natürlich Fistef Lamus dabei mit Rocky Helmet, Psyshock Skulls, Lack of Teleport. Ja, ich kann im Nebelfeld nicht burnen, aber ich hoffe auf einen Burn außerhalb vom Nebelfeld auf Melmetal. Das ist natürlich der Kikalo und Melmetal Check in einer Person mit den klassischen Moves. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Dann kommen wir zu X-Faktor. Mein Team ist leider vielleicht doch etwas tryhardiger geworden, als ich eigentlich haben wollte. Aber ich musste die Mons halt eingeben, um nicht direkt zu verlieren. Hier haben wir ein mehr oder weniger defensives Adamant Metagross mit dem Metal Cold, also dem Metallmantel. Und auch komplett mit 3 Stahlmoves, Meteor Mash, Bullet Punch und Steel Roller, weil Steel Roller macht seine Felder weg oder unter anderem auch meins, ja, es kommt gleich noch was, und das EQ, und das schallert halt seinem ganzen Team richtig um die Ohren und deshalb ist hier der Psycho-Move auch gar nicht so dringend gebraucht. Für Scaraborn kann ich dem einfach auch ein Meteor Mash oder sonst was um die Ohren hauen. Dann kommen wir zu einem interessanten Set, und zwar habe ich Tobolz dabei, mehr oder weniger als Lead-Set mit Full HP, ein bisschen Speed-Investment und Attack-Investment mit der Anti-Käfer-Beere. Und zwar möchte ich reingehen, rocken, P2 eventuell taunten oder auch sowas wie Gewaltro, damit er nicht den SD rauskriegt oder unter anderem Kapukime. Die Anti-Käfer-Beere dient dazu, um in Scaraborn drin zu bleiben und ihn mit Zen Headbutt zu One-Hitten. Dazu dient auch das Investment und der Knockoff ist klar, zum Items entfernen. Eventuell wird es eine Art Suicide Lead Set, eventuell auch nicht. Ich denke, ich hebe mir ein bisschen länger auf. Aber da macht hier Tobolz auf jeden Fall auch dank der Schwebe nochmal extrem good work. Dann kommen wir zu meiner Late Game Option, die durch das Momentum von den 2 Lamus und hier Xatu, ja, Spoiler, reinkommen soll. Und zwar ist es ein Modest Corbeberry E-Terrain Alola Raichu. Und zwar möchte ich mir das Electric Terrain selber aufsetzen. Mit Rising Voltage und Psychic treffe ich sein ganzes Team. Auf plus 2 geht der dann tatsächlich mehr oder weniger durch. Ja, natürlich
Kapukimi sollte mehr oder weniger weg sein, weil der halt sonst sich sein Feld wieder aufsetzen kann. Da macht die Rising Voltage nicht so viel Schaden. Ich bin nicht mehr so schnell. Aber wenn sein Scarfer weg ist, dann ist es mir auch mehr oder weniger dann egal. Dann bleibe ich halt trotzdem drin. Und die Colberry dient dazu, um das Ganze gegen... Ne, die dient dazu, um von einem Sucker Punch Kikalo nicht gewonnen-hitted zu werden. Sprich, ich bin drin, er drückt Sucker Punch, ich drücke dann Nasty Blood. Also erstmal E-Terrain, dann Nasty Blood, weil er halt nicht so viel gegen mich machen kann. Und wenn er dann Sucker Punchen möchte, dazu habe ich die Corbo Berry. Mal gucken, ob das Ganze so aufgeht oder nicht. 252 Modest schallert dann natürlich extrem rein. Dann kommen wir zu Xatu mit den Boots und Magic Bounce. So kann ich eventuell auch Rocks zurückwerfen, die er gar nicht dabei hat. Ich weiß nicht, ob Mermetal rocken kann. Oder irgendwas anderes halt. T-Spikes etc. Was auch immer da kommen möge. Mit Mixed defensiven Investment, also überhaupt kein offensives Investment. R/ Heatwave, Roost und Teleport, hier ganz klar. R/ natürlich für Scaraborn. Xatu dient auch als Scaraborn Switch in Nummer 1, weil ich sonst halt nichts wirklich habe. Heatwave ist für Melmetal, dass ich den noch treffen kann. Ja, Roost ist klar und Teleport auch für das Momentum. So. Um da noch überhaupt irgendwelche Chancen zu haben, weil sein Team gegen Psycho halt extrem gut aussieht, muss ich leider Scarf Victini spielen, oder was heißt müssen, aber sonst schwinden halt meine Chancen wirklich extrem, wenn ich Victini nicht reinnehme. Mit V-Create, Fusion Bolt, Zen Headbutt und U-Turn mache ich extrem gut Damage. Ich kann dank dem Scarf Adamant spielen, bin schneller als gescarftes Scaraborn. Ja. V-Create, Fusion Bolt, habe ich alles gesagt. Irgendwann kann ich mich immer, sobald Kapukime weg ist, kann ich mich mehr oder weniger in den Feuer-Move. Kapukime, Kikalo, sobald die weg sind, locke ich mich in den Feuer-Move. Und sonst halt in irgendwas anderes. Und das erhöht halt im Late-Game meine Chancen dann doch, weil ich glaube, er hat hier den Vorteil. Und dann sehen wir gleich mal, ob er den nutzen kann oder ob ich ihn dann doch etwas überraschen kann. Und jetzt sehen wir uns gleich im Kampf wieder. So, und da sind wir im Kampf wieder drin. 4 gewinnt gegen Flowbee, Psychotyp. Er hat jetzt uns tatsächlich noch schnell den schönen 20 Minuten GPL-Timer eingerichtet. Ja, wir können damit spielen, sehr geil. Bin mal gespannt. Team und alles von ihm kennen wir ja schon. Er wird den Kampf auch jetzt gleich aufnehmen. Das heißt, ich verlinke ihn definitiv. Schaut bei ihm vorbei, lasst ein Abo da. Gibt es auch die ZPL-Kämpfe. Sind wir in der gleichen Division. SDPL Season 3 geht an den Start. Da wird es dann auch die Kämpfe bei ihm geben. Bei mir kommen die dann auch zusammen im Team mit LaForce. Von dem her, schaut da vorbei, lasst ein Abo bei ihm da. Und dann sind wir mal gespannt, was da jetzt so rauskommt. Ich drücke mal A. Ich würde ihm natürlich jeden Win und jeden Dings gönnen. Ich bin mal richtig gespannt. Da sieht man immer, doch in der Challenge sind schon einige interessante Sets, finde ich, dabei rumgekommen. Er hat auch ein sehr, sehr geiles Team, wie ich finde. Mal was komplett anderes, wie Erik und Pokecap genutzt hatten. Von dem her bin ich da echt richtig gespannt, ob meine Prep, die jetzt, ich sag mal, nicht so lang, nicht so ausgefeilt war, weil ich halt auch zeitlich nicht ganz so dazugekommen bin. Aber mein Gott, man soll ja einfach nur nette Sachen sehen, soll ja Spaß bringen, geht ja mehr oder weniger sonst um nichts anderes. Und deshalb bin ich da jetzt dann doch wirklich gleich mal gespannt, wie wir da hier reingehen können. Ich habe echt Schiss vor Hochmut Scarf Scaraborn, der könnte richtig Probleme machen, weil das Guard-Set macht halt im Nebelfeld, sage ich mal, jetzt nicht ganz so viel Sinn. Und dann glaube ich ziemlich sicher, so ein Scarf-Hochmut-Set, das könnte mir schon echt Probleme machen. Entlastungsgewaldruck wäre natürlich auch kritisch, sage ich jetzt mal.
Da muss ich mir Xatu recht lange fit halten, um dagegen anzukommen. Ja, er moderiert auch noch an. Ich nehme an, er wird jetzt nachher dann auch. Ah, schon reden wir davon. Oh, Trick Room P2 Melmetal, das wäre natürlich auch. Huiuiui. Mit was leadet er denn? Er könnte natürlich direkt so versuchen, mit Scaraborn Druck zu machen. Ich will halt eigentlich, glaube ich, Rocks haben. Tobutz ist recht zügig unterwegs. Nur Gewaltreu ist schneller. Ich glaube aber, dass er sich den, ich sag mal, ein bisschen länger aufheben wird. Und mir fällt gerade auf, ich habe die KP-Anzahl auf Xatu und auf Lamus verkackt. Gerade KP-Anzahl. Oh Mann, oh Mann. Ganz schlimm mit mir. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich habe ihm gerade eben schon gesagt, ich habe leider doch ein bisschen tryharden müssen. Lamus, Metagross, Victini. Ja, Metagross jetzt geht, aber Tobutz. Ja, doch, aber ja. Ich gehe mal rein. Ganz interessant. Aber die Rocks sind auf jeden Fall gut gegen ihn. Gegen sein Team. Klar, er könnte defoggen mit Fini. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Wenn er natürlich direkt mit Scaraborn leadet, dann gehe ich natürlich direkt für einen Zen Headbutt. Um dann auch rauszufinden, ob er Scarf ist. Okay, er leadet mit Kickerlo. Das ist auf jeden Fall okay für mich. Damit habe ich kein Problem. Er könnte natürlich auch Scarf Kickerlo sein. Er könnte natürlich auch Dual Scarf spielen. Das werde ich gleich sehen. Okay. Wahrscheinlich. Ah, nein, wenn er jetzt U-turnt, dann geht meine Anti-Käfer-Beere schon flöten. Ja, dumm. Und schon ist es. Turbo-Z mehr oder weniger nutzlos geworden. Eieieiei. Huiuiui. Der ist beendet. Glaube ich zumindest mal. Weil das hätte mich ja einfach gekillt. Okay, da kommt Fini. Finde ich gut. Weil. Lefties, den werde ich jetzt taunten. Ja, jetzt ist natürlich schlecht, dass ich keine U-Turn habe. Aber den werde ich jetzt taunten. Sehen auch gleich, ob er defoggen möchte oder ob er mich angreift. Okay, er greift mich direkt an. Ist ja offensives Fini in dem Fall. Ja, wobei, nee, das hätte mich sonst gekillt. So. Was werfe ich jetzt hier rein? Ich denke mal. Ich sack den hier und gehe dann auf Raichu raus. Weil jetzt kriege ich dann mein Setup. Wobei er greift mich halt an. Oder mache ich es anders, greife ich direkt mit. Ne, ich mache das jetzt mal hier. Nehme auch an, dass er jetzt rausgehen wird.
dann hole ich mir auf jeden Fall meinen Init Boost. Ja, Terrain Krieg, E-Terrain. Ja, er hat recht schön. Okay, er bleibt tatsächlich drin. Jetzt sehen wir auch gleich, wie viel Damage er auf mich kriegt. Später Naturzorn, das wäre schlecht. Ne, geht weiter für Surfer, das dürfte aber jetzt nicht alt. Oi. Jetzt gehe ich für Ränkeschmied. Aber jetzt defogt er wahrscheinlich. Ich glaube, dass er jetzt defogt. Nee, er geht raus. Hat Gewaltrunde Prio. Tendenziell doch eher nicht. Ja, okay, ich sehe aber seinen Play. Er wird jetzt mein Terra wieder wegmachen mit Fini. Um dann meinen Speed wieder zu senken. Zumindest glaube ich das. Wobei auf plus 2 eine Rising Voltage immer noch extrem Schaden macht. Ich muss halt jetzt mit Raichu bleibe ich jetzt halt. Bleiben und so lange bis er stirbt. Das Problem ist halt Sucker Punch, Kickerlo wird mich jetzt hier. Ja, nee, er macht's Terrain wieder weg. Das ist aber auch sein Play hier, das sehe ich auf jeden Fall. Einfach um mit seinem Scarfer dann schneller zu sein. Aber ich glaube, dass eine plus 2 Rising Voltage hier trotzdem killt. Zumindest hoffe ich's. Ja, macht er stark. Immerhin kriegt er nur einen Angriffsboost. Killt jetzt hier eine Psychic. Ich gehe jetzt nicht nochmal fürs E-Terrain. Ich hoffe einfach, dass die Psychokinese jetzt ausreicht, weil die ist definitiv stärker. Und es könnte sogar ausreichen. Er muss halt eigentlich immer nichts reinzwitschen kann. Okay, dann wirft er jetzt hier praktisch Kickerlo ab. Ja, Boots trägt er nicht. Dann wird jetzt mehr oder weniger sicher hier Scaraborn reinkommen und mich mit Feelender umboxen. Ja. Das muss ich jetzt aber auch zulassen. Das Problem ist nur, dann geht der schon auf plus 1. Aber ich kann mit Victini revengen.
Das heißt, ich gehe zur Psychokinese, entweder hoffe ich, dass er misst oder er drückt Knockoff, aber das wird trotzdem ausreichen. Ich bin schon gechippt. Ja, ja, das war klar, dass es trotzdem ausreicht. Da war der Surfer-Chip zu viel. So, er geht jetzt auf plus 1 Attack. So, jetzt gehe ich aber in Victini raus. So. Ich denke, dass hier Sen Headbutt mein bester Angriff ist, weil V-Create halt mehr oder weniger nicht auf... Aber das killt jetzt ja wohl, oder? Ja, gut. Hoffentlich kein Crit. Oh! Das kalke ich jetzt nach. Das will ich nachkalken, ob das gemattert hat, dass es ein Crit war. Choice Scarf. Ich bin Adamant und komplett Full Attack. Das möchte ich jetzt nur schnell wissen, dass ich ihm das nachher gleich sagen kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es gemattert hat. Er wird hier Scarf gewesen sein. Nee, sein Headbutt macht 101%. Das heißt, er hatte auch Rockschaden, das heißt, der Crit hat nicht gemattert. Antipsychobeere hat er auch nicht gehabt. Hat nicht gemattert. So. Muschelmieke. Da switche ich jetzt ganz klar Metagross rein. Also, Crit hat nicht gemattert. Schade. Macht mein Feld weg. Ich hätte jetzt schön Steel Roller drücken können. Die Frage ist halt, ich denke, dass jetzt Melmetal reinkommen wird. Ich drücke jetzt EQ, Fini kann mir nicht viel. Ich denke nicht, dass es abwirft. Okay, doch, er bleibt tatsächlich drin. Shit! Hätte Fini hier weg haben können. Das war jetzt ein kleiner Overpredict. Ja gut, gehe ich jetzt halt von Sternenhieb. Wahrscheinlich geht er jetzt raus, aber er möchte mich weiter chippen. Ja, ich hätte das Fini halt quasi schon weg haben können. Okay, hätte ich nicht. Er hat tatsächlich nicht gekillt. Scheint physisch defensiv zu sein. Aber das killt jetzt. In dem Fall hat es jetzt mehr oder weniger nicht gemattert. Ich hätte so oder so zweimal Surfer gefressen. So, was wirft er jetzt rein? Die 2. Ja, der geht jetzt auf plus 1. Der schallert mir jetzt irgendwas um die Ohren. Wahrscheinlich ein Spukball. Ah, da gehe ich jetzt in Xatu. Metagross möchte ich mir definitiv noch aufbehalten. Oder er geht halt für ein Trick Room. Ne, er geht für Genesung. Da ist jetzt dumm, dass ich kein Toxic dabei habe. Weil an dem Vieh vorbeizukommen, das wird jetzt was. Macht gar keinen Schaden. Okay, er spielt Foul Play.
Rooste ich jetzt auf jeden Fall mal. Ja, hab halt kein Toxic dabei, von dem her wird das P2 zu breaken wird ziemlich schwierig. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das P2 mehr oder weniger besiegen soll. Ich gewinne halt auch nichts, wenn ich hier ständig anfange rumzuroosten oder irgendwas. Knockoff habe ich halt keinen dabei. Ich spiele jetzt natürlich auch auf einen Crit oder ähnlichem oder eben auf einen Burn. Ja, ich kann mich halt auch auf Dauer nicht gegen roosten. Das Problem ist, gegen Victini drückt er halt Foulplay. Das wird mich wahrscheinlich dann mehr oder weniger killen. Ja, jetzt muss ich ihm einfach Chip mitgeben. Für die Flinches gehen, für den Chip gehen. Und hoffen, dass ich irgendwie dafür muss ich jetzt halt gehen. Ich muss ihn chippen und hoffen, dass Victini mit einem V-Create so viel Schaden macht, dass der dann halt killt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich ihn zu Tode flinch. Ja, gut. Ist auf jeden Fall sein Play. Das kann er so lange machen, bis der Burn mich einfach killt. Ich denke wirklich, dass ich an P2 nicht richtig vorbeikommen kann. So. Der macht halt gar nichts. Das heißt, ich gehe jetzt in Metagross und fange an, den zu chippen. Der ist schneller wie ich. Lebe ich eins? Ich weiß nicht, drücke einfach zweimal Patronenhieb, dann sehe ich ja, ob ich eins lebe oder nicht. Er schaut auch auf plus 1. Ja, er hat keine Anpassung, aber wenn ich jetzt eins gelebt hätte, war es ein Missplay. Aber das weiß ich halt nicht. Ja, ein V-Play lebe ich, denke ich, nicht. Nein, von dem her war es jetzt eher kein Missplay. P2 macht mir echt zu schaffen, aber das war auch das Mon, das ich im Dings am ersten gesagt habe. Das Problem war, ich hätte gern Choice Band Victini gespielt, aber das verliert halt dann gegen Scarf Scaraborn. Der wird wahrscheinlich nicht killen können. Nein, killt knapp nicht. Die Frage ist, ob der jetzt killt. Ich bin noch nicht langsamer. Aber wenn der jetzt nicht killt, bin ich langsamer und dann habe ich verloren. Das heißt, der muss jetzt killen.
Bitte, Victini. Bitte, bitte. Nein, er lebt's, ja, dann. Dann habe ich jetzt verloren. Dann habe ich jetzt verloren. Ja, der killt jetzt, aber jetzt bin ich halt langsamer. Nein, ich bin noch schneller. Kann ich noch schneller sein? So. Die Sache ist jetzt die, das wird Melmetal nicht One-Hit-KO'n. Ganz sicher nicht. Die Frage ist, ob ich dann mit Lamus gewinnen kann. Ich spiele Beulenhelm noch zusätzlich auf den Scald. Der wird mich wahrscheinlich nicht... Na, nee. Ich greife jetzt einfach an, guck, was passiert. Und hoffe dann mit Lamus zu gewinnen. Ansonsten war es ein Missplay. Okay. Oh! Hat dann Sash. Oder war das jetzt eine Roll? Nee, er hat es tatsächlich einfach gelebt. Ich lebe auch noch ein. Was ist denn da los? Wieso lebe ich in Dark Lariat? Ich bin auf minus 4 Verteidigung. Wie kann... Hä? Was war denn... Hä? Ja gut, der hat jetzt natürlich nicht gemeldet. GG an Flobi. Wie zum Teufel kann ich in Dark Lariat leben? Auf minus Def? War der defensiv? Das muss ich ihn jetzt mal fragen. Ich bin tatsächlich ehrlich verwundert. Normal muss der mich ja sonst wohin schallern. Also, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Melmetal, mal ein AV-Set in Kalk. Okay, ja, da sie V-Create 93% after Stealth Rock, wenn er Full HP ist. Ja, könnte eher sein. Ne, Rocks lagen ja gar nicht mehr. Wenn er Full HP war, ja, könnte sein. Adamant. Und jetzt Dark Lariat. Dark. Ach. Der ignoriert meine Statuswertveränderungen. Wenn er einfach EQ drückt, dann killt er mich natürlich. Nee, killt er mich auch nicht. Adamant Full Attack. Heidenai Victini tankt aber ordentlich. Okay. Interessanter Kampf. Leider schon nach dem ersten Kampf vorbei. Ja, vielleicht war mein Team ein bisschen zu tryhardig. Das kann ich mir wirklich vorwerfen. Wobei es trotz alledem ein spannender Kampf war. GG an Flobi. Ich werde es gleich mit dem Guten noch callen. Schaut bei ihm vorbei, guckt den Kampf aus seiner Sicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.